Also ich wiederhole hier kurz, was im Kurs Systemisches Denken und Handeln schon besprochen wurde. Und zwar, dass wir ja dort schon mehrfach festgestellt haben und aus den Unterlagen zu entnehmen ist, dass sich Systeme adaptiv zu ihrer Umwelt verhalten. Also Systeme sind grundsätzlich autonom, verhalten sich nach ihrer eigenen Verhaltenslogik, aber sie sind nicht unabhängig von ihrer Umwelt, sondern sie müssen auf Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren und sich anpassen an diese Veränderungen, damit sie die Chancen in der Umwelt optimal nutzen können oder die Gefahren und Risiken in der Umwelt entsprechend berücksichtigen können und sich durch ihr Verhalten jeweils das Maximum an Überlebensvorteil zu sichern. Und wenn es so ist, dass Systeme sich an die Vorgänge in ihrer Umwelt anpassen müssen, dann müssen sie ja irgendwie wissen, was sich in der Umwelt gerade tut. Das heißt, ohne entsprechendes Kognitionssystem können sich Systeme in ihrer Umwelt nicht orientieren, nicht zurechtfinden und können vorhandene Überlebensvorteile auch nicht nutzen. Und das führt dazu, dass ihr Überleben gefährdet ist und dass sie ihre Gene nicht in die Zukunft bringen, wenn in diesen Genen nicht auch eine passende Wahrnehmung der Umwelt grundgelegt ist. Also Systeme, die über keine Wahrnehmungsfähigkeit der Umwelt verfügen, also keine Sinnesorgane zum Beispiel, können sich in dieser Umwelt nicht für sich selber optimal verhalten und werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein zu überleben, wenn sie zum Beispiel nicht wissen, wo sie Nahrung finden oder wo sie den nötigen Schutz vor Gefahren, die aus der Umwelt drohen, finden. Das heißt, ohne passende Wahrnehmung kann sich ein System nicht optimal in der jeweiligen Umwelt verhalten. Und das Kognitionssystem also die Kognition von Systemen hat sich evolutionär nicht nach den Kriterien der Wirklichkeit oder der realistischen Feststellung der Umweltsituation entwickelt, sondern nach einer nützlichen oder brauchbaren. Das heißt, unser Erkenntnissystem und auch das von Organisationen ist evolutionär nicht nach Richtigkeit und Objektivität optimiert, sondern nach Nützlichkeit. Und auch soziale Systeme wie zum Beispiel Organisationen nehmen die Umwelt in einer gewissen Weise wahr. Das heißt, sie versuchen eine innere Repräsentanz der äußeren Umwelt zu generieren, was bei uns als Individuen die Verschaltung unserer Synapsen und die daraus oder darin gespeicherten inneren Bilder oder mentalen Modelle sind, als innere Repräsentanz, also das, was ich sehe zum Beispiel ein Haus, das ist die äußere Wirklichkeit, die ist außerhalb von mir. Und wenn ich sage, ich sehe ein Haus, dann sehe ich oder dann nehme ich wahr, was meine Sinnesorgane mir von dieser äußeren Wirklichkeit ins Gehirn spülen und wie dieses Gehirn diese
einzelnen Bruchstücke der äußeren Realität dann zu einem gesamten Bild zusammensetzt. Und dieses Bild ist dann die Grundlage für meine Entscheidungen, für mein Verhalten und die Grundlage für mich, die vorgefundenen oder die erkannten Situationen oder die erkannten Chancen und die erkannten Risiken und Gefahren entsprechend einzuordnen und mich entsprechend zu verhalten.